So nochmal zum eigentlichen Installieren des Treibers, was ich ja vorhin schon in dieser Beschreibung hier angedeutet hatte. Und zwar, ihr habt dann einen ZIP-Ordner, also einen komprimierten Ordner runtergeladen, den klickt ihr an, Doppelklick, ne, mit der linken Maustaste. Und hier in dieser erwähnte CP210X für Windows Ordner. In diesem Ordner sind folgende Dateien versteckt und jetzt kommt es auf euer Betriebssystem an. Wenn ihr ein 64er, also 64-Bit Betriebssystem habt, dann nehmt ihr den, ansonsten nehmt ihr den einfachen, den 86er. Da steht jetzt nicht 32-Bit, aber die 32-Bits verstecken sich hinter den 886er Prozessoren. Einfach anklicken und der ganzen Sache folgen, das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt wird es aber erst spannend und zwar. Wenn ihr das alles so gemacht habt, dann macht ihr euer Basecom wieder auf und jetzt gucken wir unter Optionen und bei Optionen Programmer oder Programmierer, in diesem Fall habe ich es auf Deutsch eingestellt, da geht ihr bei und sucht unter Programmer, also der kommt automatisch in dieser Leiste Programme an. Da sucht ihr dieses MyAVR MK2. Das ist ja auch unser Board. Aber das Protokoll dahinter ist AVR 910. Das ist das Programmierprotokoll, das Schreibprotokoll. Macht ruhig die Klicks hier, Erase Warning und so weiter und so fort. Das schadet nicht. Da ist man ein bisschen besser aufgestellt und weiß, dass da nichts passieren kann. Man ist praktisch immer noch ein bisschen gewarnt. Bei der Datenübertragungsrate, die Boats, da nehmt ihr 19.200. Normalerweise hatten wir immer die 9600, ihr nehmt aber die höhere Rate. Und jetzt zum COM-Port. Wenn der euch nicht COM4 eingestellt hat, das sind sozusagen alte, wie von früher, die Druckeranschlüsse. Sowas ähnliches ist das auch. In diesem Fall ist das simuliert. Wenn ihr rauskriegen wollt, welcher COM-Port wirklich wichtig und richtig ist, es gibt ja mehrere zur Auswahl. In diesem Fall bei mir ist es 4. Woher kriegen wir das? Das kriegen wir vom Gerätemanager. Gerätemanager, Windows-Symbol und dann rechte Maustaste hochfahren, Gerätemanager aufmachen. Und jetzt müssen wir unter Anschlüsse nachgucken. Da ist der Gerätemanager. Und wenn das in der Ansicht nicht zu finden ist, Anschlüsse, hier steht ja andere Geräte, Akkus, andere, das ist alles nach dem Alphabet geordnet. Wenn das nicht hier zu finden ist, kann ja auch nicht, das müsste hier oben stehen, dann nehmt ihr mal die Ansicht und zwar ausgeblendete Geräte anzeigen. Das sind praktisch eine Art unwichtige, derzeit unwichtige Geräte und da sehen wir auch Anschlüsse. Und da gehen wir mal rauf, hier vorne auf das Pfeilchen und da sehen wir Silicon Labs. Hier ist unser Treiber, den hat er eingerichtet. CP210X, USB to UART Bridge. Ist uns unwichtig jetzt im Moment, was das alles bedeutet. COM4, das hat er uns praktisch schon gesagt. Da kann man auch Doppelklick drauf machen und sieht das dann nochmal, was das für Anschlüsse sind. Alles im Moment unwichtig. Der hat die auf COM4 gelegt. So, wenn man das hat, dann trägt man hier die COM4 ein. Und jetzt können wir noch ein paar Kleinigkeiten angucken. Und zwar zum Beispiel, gehen wir mal auf Compiler. Beim Compiler sagen wir, nutze die, was ich vorhin in dem anderen Video gesagt hatte, M8DevDAT, weil wir nämlich auf dem MK2-Board einen Atmega 8 drauf haben, brauchen wir diese Konfigurationsdatei, dann fragt er uns nicht immer blöd nach und wir können gleich loslegen. Output, gucken wir mal nach, er soll uns Files ausgeben und zwar diese Art Files, die brauchen wir mal dann zum Gucken, ob wir was falsch gemacht haben, beziehungsweise zum Schreiben. Communication, da können wir die Baudrate von 9600 lassen und hier hat er uns wahrscheinlich eine andere Frequenz vorgegeben, also 40 Megahertz. Wir nehmen aber genau diese Ziffernfolge. Guckt mal hier. Also ihr schreibt praktisch das rein, denn darauf läuft unser Quarz. Dann haben wir nämlich auch keinen Fehler von irgendwelchen Prozenten. Wenn ich hier was anderes eingebe, könnt ihr ausprobieren. Dann kriegt ihr hier Fehler von Prozenten angegeben und die sollte man einfach klein lassen. Ich lasse das jetzt alles. Warum und weshalb? Auch hier IC2 oder OneWire oder sowas, das lassen wir mal. Wichtig ist, dass LCD, gebt diesen Typ ein, dann müsst ihr das nicht immer wieder neu machen. Lasst es auf 4-Bit und Data Mode, also wir übertragen es nicht auf einen Schlag, sondern über die einzelnen Pins. Den Rest so lassen, gar kein Problem. Hier sind die verschiedenen Pins eingestellt, kann man noch ändern.
Options nochmal gucken, offen lassen, kein Problem. So, gehen wir mal auf Communication. Communication über COM4, wenn es nicht eingestellt ist. Und die Baudrate, die lassen wir mal bei 9600. Handshake und so weiter, alles so, wie es hier beschrieben ist. Farben unwichtig jetzt. Stop-Bits sind wichtig, die müssen auf 1 gestellt werden. Environment können wir eigentlich so lassen, ist nicht wichtig. Den Simulator wieder auf COM4 einstellen, damit wir immer gleichartig arbeiten, damit er uns das dann auch schön zeigt. Und wie gesagt, Programmer, da sind wir eingestiegen. Monitor könnt ihr im Moment erstmal unwichtig lassen und den Printer auch. Wir wollen ja nichts ausdrucken, wir wollen programmieren. Wenn ihr das habt, mit okay bestätigen und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Also gucken, oh, der ist noch rot. Dieses File speichern, jetzt ist es gespeichert und das gespeicherte File dann flashen, also erstmal kompilieren. Und ich habe jetzt allerdings in diesem Fall, jetzt öffnet sich mein Simulator, das lasse ich jetzt mal weg. Und dann wird es erst spannend. Simulate Program wollen wir nicht haben. Wir haben ja hier, was ich in dem vorherigen Video schon gesagt habe, wir wollen ja jetzt ernst arbeiten. Und jetzt kommen wir zu unserem wichtigsten Programm. Wir programmieren den Kram. Hier sieht man den Code, der dann reingeschrieben werden wird in unseren Admega. Und wichtig ist, ab und zu mal hier drauf gucken, ob es hier irgendwelche bösen Sachen gibt. Ich habe jetzt im Moment kein Board angeschlossen, deswegen meckert er hier ein bisschen. Ist nicht weiter schlimm. Und jetzt können wir hier direkt losarbeiten. Nicht dieses Clear Buffer oder so weiter oder erstmal nehmen, sondern ihr schreibt das einfach drauf. Und zwar zum Chip. Ihr könnt mal Identify nehmen. Kann ich jetzt alles nicht. Erase, alles unwichtig, weil ich das jetzt auch gar nicht habe. Und ihr nehmt einfach Autoprogramm oder ihr nehmt per Hand. Also in diesem Fall, ich würde Autoprogramm nehmen und dann das Ding programmieren. Kann ich jetzt nicht zeigen, mache ich dann im nächsten Video, wenn das Ding angeschlossen ist. Oder hier, gucken wir nochmal hier. Erase and Program Chip, also macht den Chip sauber und programmiere das da drauf, was ich eigentlich haben will. Jetzt meckert er hier natürlich, weil ich nichts angeschlossen habe. Kommen wir später zu. Ich hoffe, das hat erstmal geholfen. Alles, was hier drin steht, das sind Einstellungen. Dazu habe ich schon im vorigen oder vorvorigen Video was gesagt. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Ihr könnt nämlich dann sofort losarbeiten. Also, haut rein, macht's gut, tschüss.